Süßigkeiten. Schönes blaues Auge. Tom Thomas, bist du gestürzt? Was ist mit deinem Auge? Ich hatte einen Streit mit Johnny. Oh, wow. Wie konntest du nur? Worum ging der Streit? Es ging darum, wer cooler ist. Ein Rennfahrer oder ein Boxer. Ein Rennfahrer ist cooler. Natürlich, das hatte ich ihm auch gesagt. Aber Johnny wollte beweisen, es ist der Boxer. Und? Er hat es bewiesen. Siehst du es nicht? Durch Kämpfen kann man gar nichts beweisen. Was für ein Beruf, Boxer sein. Ja, aber dein Papa, er hat einen super tollen Beruf. Ein Journalist. Er kann in ferne Länder reisen und bringt alle möglichen verrückten Dinge mit. Er wird sogar im Fernsehen gezeigt. Nein. Was heißt das? Boxer sind cooler. Alle haben Angst vor ihnen. Du musst nicht traurig sein, Tom Thomas. Iss was Süßes. Ich habe eine gute Idee. Wie wäre es mit Geschmackstester? Das ist der beste Job. Und was macht der? Ein Geschmackstester ist jemand, der den Geschmack von Essen und Trinken testet. Ja, warum? Sie wollen wissen, ob das Essen gut schmeckt und welche Aromen es hat. Super! Was für ein toller Beruf! Aber das ist kein Beruf, den jeder einfach so machen kann. Ich kann das. Das werden wir ja sehen. Öffne deinen Mund und schließe deine Augen. Versuche jetzt mal, den Geschmack dieses Bonbons herauszufinden. Erdbeere. Das stimmt. Gut gemacht, Tom Thomas. Und das? Das schmeckt nach Orange. Leider daneben. Das war Limette. Ja, Tom Thomas. Wenn du ein Geschmackstester werden willst, musst du sehr hart daran arbeiten. Na los. Himbeere? Du sagst es. Simka, wie kommt es, dass das Bonbon außen hart ist, aber innen drin flüssig? Lass dich nicht ablenken. Trainiere. Yeah. Bonbons werden so gemacht. Erst wird ein süßer Sirup gekocht, bis er dickflüssig und elastisch ist. Dann wird die Masse zu langen, hohlen Röhren geformt, wie Nudeln. Und wenn sie dann abkühlen, werden sie härter. Dann werden die Röhren mit diesem weichen, fruchtigen Inneren gefüllt und anschließend in Stückchen geschnitten. Das muss alles sehr schnell gemacht werden, bevor das Äußere komplett hart wird. Und so werden Süßigkeiten gemacht, die außen hart sind und innen weich. Es könnte Erdbeere sein, aber ich kann es nicht mehr richtig sagen. Autsch! Was ist los? Mein Zahn! Bilde ich mir das ein oder war das ein Schrei? Oh, ich verstehe. Komm schon, schauen wir uns deinen Zahn an. Geschmackstester muss wohl der köstlichste Beruf der Welt sein. Sie probieren alles Mögliche, wie Käse und Schokolade, und entscheiden, was besser schmeckt. Alles wird auf den Geschmack geprüft. Sogar Wasser, denn verschiedene Wassersorten schmecken unterschiedlich. Es gibt auch Tester, die kein Essen oder Trinken testen. Sie prüfen den Geruch von Sachen, wie Deodorants oder Parfüme. Nicht jeder kann ein wirklich guter Tester werden. Zuerst muss man verschiedene Geschmäcker und Gerüche voneinander unterscheiden können. Und man muss wissen, wann man aufhören sollte. Sonst wird man krank und verliert die Fähigkeit, die Geschmäcker zu unterscheiden. Deswegen nehmen Geschmackstester nur sehr kleine Portionen zu sich. Und sehr, sehr kleine Schlücke. Tom Thomas kann von Glück sagen, dass seine Mutter Zahnärztin ist. Das stimmt. Sie ist eine sehr gute Zahnärztin. Sie bringt das schnell in Ordnung. Sie wird den Zahn schnell herausziehen. Und? Hat sie ihn rausgezogen? Nee, sie hat mir nur Medizin zum Gurgeln gegeben. Und dein Zahn, tut er weh? Ja, ein bisschen. Hey, ihr
Jetzt weiß ich bestimmt, wer cooler ist als ein Boxer. Wer? Ein Zahnarzt natürlich. Sogar Boxer haben Riesenangst vor einem Zahnarzt. Die Solarbatterie. Mal sehen. 3 mal 648. Das schafft er nicht alleine. Nein. Ich wette, er schafft's. Tom Thomas ist so klug. Ja, klug, aber faul. Ich wette um eine Kopfnuss. Dann mach dich bereit. Hä? Psst. Wir haben versprochen, ihn nicht bei seinen Hausaufgaben zu stören. Ich wünschte, ich müsste das nicht alles im Kopf ausrechnen. Warum muss ich alles aufschreiben? Ich hab doch einen Taschenrechner. Ha, hab ich's doch gewusst. Ohne Taschenrechner kriegt er das nicht hin. Ich glaube, die Batterien sind alle. Hast du das gesehen? Der Taschenrechner will nicht angehen, also muss er es selbst rausfinden. Was ist das Problem? Komm schon, wo sind hier die Batterien? Simka, Nolik, ihr könnt jetzt rauskommen. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hi, Tom Thomas. Weißt du etwa nicht, wo die Batterien hingehören? Was ist denn daran so komisch? Na, weil es in diesen Dingen doch keine Batterien gibt. Was soll das heißen? Wie kriegt denn der Taschenrechner seinen, woher er seinen Strom kriegt? Aha. Da drinnen ist eine Solarbatterie. Die Sonne macht ihn an? Vor langer Zeit haben Wissenschaftler herausgefunden, dass einige Materialien Elektrizität erzeugen, wenn Licht auf sie trifft. Platten, die aus solchen Materialien gemacht werden, nennt man photoelektrische Zellen. Wenn man einige dieser Photozellen miteinander verbindet, kann man eine Solarbatterie bauen. Eine Solarbatterie in einem Taschenrechner befindet sich hinter einem kleinen Fensterchen. Und wenn Licht auf die Solarbatterie trifft, erzeugt sie den Strom, der den Taschenrechner antreibt. Ich sehe hier nirgendwo ein kleines Fenster drauf. Weil du es aus irgendeinem Grund mit einem Aufkleber zugeklebt hast. Der Grund ist, weil es cool ist. Na super. Sieht vielleicht cool aus, aber jetzt geht er nicht. Tschüss, Aufkleber. Ich krieg ihn nicht ab. Dann lass ihn drauf. Du kannst die Aufgaben auch ohne Taschenrechner lösen. Und dann gebe ich dir eine Kopfnuss. Von wegen Kopfnuss. Hast du's vergessen? Wir sind Fixies und wir müssen alles reparieren. Ah, Simka, du bist eine Schummlerin. Das hat nichts mit Schummeln zu tun. Such lieber was, womit wir den Aufkleber abkriegen. Okay, wie wär's damit? Auf diese Weise dauert das ja ewig. Ja. Ich habe eine Idee. Wir nehmen diese Büroklammer. Und wie jetzt? Wir kleben das Ende einfach an die Klammer und rollen es dann ein. Finish! Mit Hilfe von sogenannten Solarbatterien können wir Strom erzeugen, ohne Öl oder Kohle verbrennen zu müssen. Unglücklicherweise sind diese Batterien nicht besonders leistungsstark. Ein Taschenrechner kann aus einer kleinen Batterie genügend Energie bekommen. Um jedoch eine ganze Stadt mit Solarenergie zu versorgen, werden Kraftwerke benötigt, die durch riesige Felder von Solarbatterien angetrieben werden müssen. Es ist am besten, diese Kraftwerke dorthin zu bauen, wo die Sonne hell und lange scheint, nämlich in der Wüste. Übrigens, im Weltall scheint die Sonne sehr hell und wird auch nie von Wolken blockiert. Deswegen beziehen alle Raumfahrzeuge und Satelliten ihre Energie aus Solarbatterien, inklusive der Internationalen Weltraumstation, an der Astronauten aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Tom Thomas! Was, seid ihr schon fertig? Aha. Jetzt kannst du deine Aufgaben mit dem Rechner lösen. Aber ich habe sie schon im Heft gelöst, bevor ihr den Aufkleber abgemacht habt. Hurra! Ich bin der Sieger! Au, das ist total unfair. Ohne den Aufkleber hättest du verloren. Was ist denn los? Ach, nichts. Vergiss es. Nichts, sagst du? Gut gemacht, Tom Thomas. Alles ist richtig. Jetzt funktioniert's. Guckt, ein Bild von unserem Nolik.
Wo denn? Wo denn? Genau hier, auf dem Taschenrechner. Oh, ich hab's. Null heißt nullig. Der ist gut. Das Aquarium. Die Luft ist rein. Die Menschen sind weg. Kommt mit, mir nach. Marcia, warum sind die Fische so müde? Weil sie nicht genug Luft zum Atmen haben. Das Wasser ist schmutzig. Es muss gesäubert und mit frischer Luft versorgt werden. Aber der Filter funktioniert nicht. Der Filter? Ja, das Gerät da vorne. Diese Fische brauchen unsere Hilfe, sofort, sonst könnten sie sterben. Stimmt, ich repariere das Licht, während du und Marcia dahin geht und dir einen Blick auf den Filter werft. Aber ich will mit und den Filter auch sehen. Dafür bist du leider noch zu klein. Oh, 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 und du bist ein Riese, ich mal 2 Meter groß, wie? Hört auf, euch zu streiten. Nullig, gehen wir. Gut, prüfen wir nach. Es geht nicht. Nullig, wo bist du? Ich bin hier oben. Was machst du denn da oben? Ach, nichts. Ich halte mich fest. Dafür ist jetzt keine Zeit. Komm runter. Wir müssen den Schalter reparieren. Marcia, was stimmt denn mit dem Filter nicht? Nun, scheinbar hat sich drinnen irgendwas verfangen und dadurch kann der Motor sich nicht drehen. Ein Filter sorgt für die Reinheit des Wassers im Aquarium. Im Filter dreht ein Motor die Paddel und pumpt Wasser durch ein feines Netz oder einen Schwamm. Dort wird der Schmutz im Wasser eingefangen und das gesäuberte Wasser wird zurück ins Aquarium befördert. Viele Filter säubern nicht nur das Wasser, sie führen ihm auch Luft hinzu, damit mehr Sauerstoff im Wasser vorhanden sein wird. Seht mal, obwohl Fische ihr Leben im Wasser verbringen, brauchen sie Sauerstoff, so wie wir alle. Unter Wasser atmen zu können. Versucht ein leeres, umgestülptes Glas unter Wasser zu tauchen. Dann werdet ihr sehen, dass etwas Luft drinnen bleibt. Die Tauchglocke, welche vor langer Zeit erfunden wurde, arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Eine leere Glocke wurde ins Wasser hinabgelassen und etwas Luft blieb drinnen, damit der Taucher atmen konnte. Und vor etwa 200 Jahren wurden die ersten Schwimmanzüge erfunden. Der Taucher erhielt Luft aus einem Schlauch. Dieser erlaubte ihm, eine lange Zeit unter Wasser bleiben zu können. Und er konnte sogar auf dem Grund gehen, jedoch nicht allzu weit. Mit der Zeit lernten Leute, eine Menge Luft in Behälter zu pressen. So kam das Gerätetauchen zutage. Gerätetaucher atmen die in den Tauchflaschen gespeicherte Luft, damit sie frei umhertauchen und bis zu einer Tiefe von 300 Metern gelangen können. Sehr schön gemacht. Das Licht ist an und der Filter funktioniert. Und die Fische sind so aufgeregt. Diese Fische ähneln eher Bestien. Gott sei Dank sind sie hinter Glas. Papus! Haltet aus! Wir werden euch gleich retten. Und ich habe nicht mal meinen Packomat. Schau, wie sie ihre Zähne fletschen. Und sie sehen so hungrig aus. Hast recht, hungrig. Nullig, komm mit. Unglaublich!
diese Fische, die sind so undankbar. Wir reparieren denen ihren Filter und zum Dank wollen die uns einfach fressen. Und ich war es, der euch gerettet hat. Ich habe auch alles beobachtet. Wow. Oh nein. Wartet. Sollten wir ihn vielleicht mit Fressen ablenken? Solange du nicht denkst, dass ich hier das Fressen bin. Das Mikrofon. Und was hältst du davon, wenn wir ins Kino gehen? Kino! Hey, du hast nicht alles getippt. Da war mehr. Hör besser zu. Und du solltest weniger Worte benutzen. Nolik, hey! Hallo? Worüber streitet ihr euch gerade? Naja, ich habe eine Mail an Johnny geschrieben. Das war ich, nicht du. Ich habe meinen Finger verletzt. Und Nolik hat mir seine Hilfe angeboten. Ich wusste ja nicht, dass du so viel plapperst. Oh. Jetzt verstehe ich. Tom Thomas. Wusstest du nicht, dass du Johnny direkt vom Computer aus anrufen kannst? Echt? Siehst du das Bild mit dem Telefon? Klick nur drauf. Hi, welchen Film willst du gucken gehen? Hallo, Johnny. Ist mir egal, aber nicht Piraten oder die Roboter. Hey, Tom Thomas, warum antwortest du nicht? Ich antworte doch. Hallo, hallo. Sprich in das Mikrofon. Ich habe aber kein Mikrofon. Hier, bitteschön. Ende der Diskussion. Alles klar, sprich direkt da hinein. Simka, komm schon. Kopfhörer benutzt man zum Hören. Es war ein Scherz. Das ist kein Scherz. Wir sprechen in Mikrofone und hören durch Kopfhörer. Aber beide Apparate benutzen eine spezielle Membran, um ihren Job auszuführen. Die Membran innerhalb eines Mikrofons fängt Klänge ein, die wiederum als elektrische Signale durch Drähte versendet werden. Und im Kopfhörer ist die Membran dafür zuständig, die elektrischen Signale wieder in Klänge umzuwandeln. Und so kommt es, dass Mikrofone und Kopfhörer auf eine sehr ähnliche Weise gebaut sind, obwohl sie ziemlich unterschiedlich verwendet werden. Also soll ich da direkt reinsprechen? Johnny, hallo da. Jetzt warte doch mal. Erst müssen wir deine Kopfhörer mal in das Loch stecken, wo das Mikrofon reinkommt. Ah, ich kapier's. Na los, jetzt ist es ein Mikrofon. Johnny, ich bin hier. Hörst du mich? Ja, er hört dich. Du kannst aber nichts hören. Nolik, steck jetzt um in das Kopfhörerloch. Roboter habe ich schon gesehen. Ja, ich auch. Nolik! Ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht gesehen hat. Du hast ihn noch nicht gesehen? Dann lass uns den gucken. Nein, das will ich nicht. Ich finde, dass die Roboter sogar langweiliger ist als die Piraten. Du willst die Piraten sehen? Entscheide dich mal. Willst du jetzt die Piraten gucken oder die Roboter? Ich will keinen von beiden sehen. Nolik, was machst du denn da? Was ich da mache? Naja, weil du und Johnny euch nicht gegenseitig zuhört. Ich habe eine coole Idee. Ihr müsst wie Agenten mit Walkie-Talkies sprechen. Wenn sie fertig sind und bereit für eine Antwort, sagen sie Ende. Super Idee. Wenn wir mit Hilfe des Telefons mit jemandem sprechen, dann gibt es zwei Kanäle für den Ton. Durch den einen sprechen wir und durch den anderen hören wir die andere Person reden. Manchmal müssen Leute aber miteinander sprechen und nur einen Kanal benutzen. Segler und Taxifahrer zum Beispiel nutzen einkanalige Radiogeräte. Wenn ein Radio an ist, kann man die andere Person sprechen hören. Aber sie wird euch nicht hören, außer ihr betätigt eine spezielle Taste. Dann werden sie euch zwar hören, aber ihr sie nicht. Das bedeutet, dass ihr euch abwechseln müsst beim Sprechen. Weil wenn alle zur gleichen Zeit sprechen, dann wird niemand irgendetwas verstehen. Um die Leute also wissen zu lassen, dass ihr fertig gesprochen habt und bereit seid zu hören, was sie zu sagen haben, sagt Ende. Johnny, hallo. Lass uns versuchen, wie Agenten auf Walkie-Talkies zu sprechen. Wenn du zu Ende geredet hast, dann sagst du zu mir Ende, Ende. Alles klar. Gehen wir also ins Kino? Ende. Nee, ich habe keinen Bock drauf.
Warum gehen wir nicht lieber Fußball spielen? Ende. Klingt gut. Mit wem hast du vorhin gesprochen? Ende. Das kann ich dir nicht sagen. Ist eine Geheimsache. Und wir Agenten müssen diskret sein. Wow, das hat toll funktioniert. Ihr beiden seid die Größten. Ende. Ups. Wir haben unser Bestes gegeben. Ende. Genau. Insbesondere ich. Ich bin auch total am Ende. Die Tastatur. 5, 4, 3, 2, 1. Bereite dich. Wir kommen. Und wo versteckt er sich dieses Mal? Tom Thomas. Juhu. Tom Thomas? Du hast doch wohl nicht Omas Geburtstag vergessen, oder? Nein. Ups. Hab ich. Haben dich gefunden. Hey, das ist nicht fair. Meine Mutter hat mich gefunden, nicht ihr. Dann versteck dich noch mal. Nicht jetzt. Ich muss eine Geburtstagskarte malen für meine... meine Großmutter. Also, ich brauche einen leeren Bogen Papier. Wann hat sie denn Geburtstag? Morgen. Dann kommt deine Karte ja nicht pünktlich an. Oh. Was kann ich denn tun? Komm schon, denk mal nach. Nimm das Telefon und ruf die an. Deine Großmutter wird sich sicher sehr freuen, deine Stimme zu hören. Nein, wir haben eine Tradition. Wir schicken uns Geburtstagskarten. Und wozu ist das Internet da? Warum schickst du ihr nicht einfach eine Online-Karte? Simka, du bist genial. Oh, diese ist cool. Dann leg los und schreib deine Nachricht. Der Buchstabe L geht nicht. Wie kann ich denn Liebe Oma ohne L schreiben? Schreib einfach nur Oma hin, ohne das Liebe. Der Buchstabe O funktioniert auch nicht. Sieht so aus, als ob wir einen Paccomat benötigen. Einen Paccomat? Wozu denn? Na natürlich, um die schmutzig gewordenen Tasten zu säubern. Welche Tasten? Eine Taste auf einer Computertastatur funktioniert ziemlich genauso wie eine Türklingel. Wenn wir einen Türklingelknopf betätigen, berühren sich Kontakte in dem Apparat und dadurch fließt Strom, der wiederum das Klingeln verursacht. Und wenn wir eine Taste auf einer Computertastatur drücken, fließt elektrischer Strom von der Tastatur zum Computer und der jeweilige Buchstabe erscheint auf dem Bildschirm. Falls jedoch Schmutz die Kontakte daran hindert, dass sie sich berühren, kann der Strom nicht fließen. Cola, die ich getrunken habe. Und die hast du dir mit der Tastatur geteilt? Das ist der Grund, warum sie nicht geht. Wo kommen denn all die Krümel her? Ah, die sind von meinem Sandwich gefallen. Das wird wohl Ketchup sein von meiner Pizza. Oh, Nolik. Es sieht wohl so aus, als ob wir auch noch Pizza aufsammeln müssen. Die Fixies sind immer bereit, um Leuten zu helfen. Bei einigen Leuten haben wir aber gar keine Lust zu helfen. Ich weiß noch, als ich mal als Fixie in einem Haus gearbeitet habe. Es war eine Katastrophe. Eines Tages kippte der Hausherr Tee über die Fernsehbedienung. Während ich loslief, um sauber zu machen, fing er an, den Fernseher mit seinen Fäusten zu behämmern, weil sich die Kanäle nicht wechseln. Jetzt war der Fernseher auch Schrott. Naja, dann entschied er sich dazu, Musik zu hören und riss die Musikanlage rücksichtslos zu Boden. Er versuchte, sie dann zu reparieren und zerstörte sie unabänderlich. Anschließend setzte er sich auch noch aufs Telefon. Währenddessen versuchte ich, den verschütteten Tee auf der Fernbedienung sauber zu machen. Bei diesem Kerl bekam ich weder Schlaf noch Ruhe. Am Ende hielt ich es einfach nicht mehr aus, also machte ich mich aus dem Staub. Jetzt bin ich hier und unterrichte Kinder. Tom Thomas.
Thomas, warum isst du am Computer? Ja, bekommst du in der Küche nicht zu beißen. Jetzt weiß ich's. Es ist verboten. Du sagst es. Schreib jetzt die Nachricht. Und vergiss nicht die Adresse, ja? Aha. Mama, kannst du mir die E-Mail-Adresse von Oma geben? Oma hat gar keine E-Mail-Adresse. Wie jetzt? Haben wir die Tastatur umsonst repariert? Nein, nicht umsonst. Und meine Oma? Werde ich gleich mal anrufen. Ihr habt doch aber diese Tradition. Ihr schreibt ja gegenseitig Karten. Na und? Oma wird sich freuen, meine Stimme zu hören. Welch eine originelle Idee, ha? Huh? Die Mikrowelle. Okay, Kinder. Im heutigen Unterricht werden wir uns mit dem Mikrowellenofen befassen. Es ist ein besonderes Gerät, welches Menschen nutzen, um verschiedene Arten von Nahrung aufzuwärmen. Oh, toll. Könnte es passieren, dass auch wir hier aufgewärmt werden? Auch das werdet ihr natürlich lernen, wenn ihr gut aufpasst. Wow. Kapiert? Und jetzt hör gut zu. Ich höre zu. Ich höre ja zu. Natürlich gehen junge Fixies in die Schule, genau wie Menschenkinder. Allerdings bringen ihnen ihre Eltern auch wichtige Dinge bei. Fixie-Eltern nehmen ihre Kinder auf Ausflüge in verschiedene Geräte mit und bringen ihnen bei, wie man sich richtig um sie kümmert. Fixie-Väter ziehen es vor, ihren Kindern Computer, Spielsysteme oder Fernsehgeräte zu zeigen, während Fixie-Mütter hingegen mehr Wissen über verschiedene Küchengeräte vermitteln. Hin und wieder taucht ein neues Gerät im Haus auf. Etwas, mit dem sich die Fixies vorher noch nie mit auseinandergesetzt haben. Um zu lernen, wie es funktioniert, tut sich die ganze Familie dann zusammen und studiert die Bedienungsanleitung, die die Menschen zwar drucken, sich aber meistens nicht die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Nun wird's Zeit, sich das Magnetron anzuschauen. Das Teil, welches Mikrowellen ausströmt. Ah, das heißt, das Essen absorbiert die Mikrowellen und so wird es warm. Richtig. Nun blickt mal vorsichtig nach links. Hurra! Freiheit! Oh, Tom Thomas! Was sagst du? Willst du Trickfilme sehen? Ich kann nicht. Ich muss Hausaufgaben machen. Dann mach dich schnell fertig. Immer wenn ich anfange, Hausaufgaben zu machen, werde ich aus irgendeinem Grund hungrig. Dann iss einfach schneller. Nee. Je schneller ich esse, desto früher muss ich anfangen, Hausaufgaben zu machen. Hm, es ist schon kalt geworden. Es muss aufgewärmt werden. Eine Minute genügt. Dies sind nicht nur gewöhnliche Drähte, dies sind... Oh! Oh! Marcia, was ist denn los? Es scheint mir eine Überladung zu sein. Die Mikrowelle könnte ausbrennen. Dann lass uns schnell hier rauslaufen. Was meinst du mit laufen? Wir müssen die Mikrowelle retten. Oh, was ist mit der Mikrowelle? Ist sie jetzt kaputt gegangen? Wen kümmert das schon? Die Hauptsache ist, dass Simka und Marcia noch heil sind. Guck, da ist niemand. Natürlich nicht. Wir waren hinter der Wand. Du glaubst nicht, was da drin los war. Na, jetzt ist alles klar. Tom Thomas, warum hast du die Gabel in die Mikrowelle getan? Warum nicht? Meinst du, ich darf das nicht? Max,
Spucke dir. Tu auf gar keinen Fall Metallgegenstände in eine Mikrowelle. Durch Gabel, Löffel oder Messer kann die Mikrowelle verbrennen. Und dann kann nicht einmal ein Fixie sie reparieren. Sogar ein dünner Metallstreifen auf einem Teller kann Probleme bereiten. Man sollte auch kein verpacktes Essen oder Flaschen in einer Mikrowelle aufwärmen. Und eine letzte Sache. Lasst euch bloß nicht einfallen, Eier in ihren Schalen da drin zu kochen. Die würden einfach explodieren. Entschuldigung, das wusste ich alles nicht. Nolik, warum hast du nicht mitgedacht? Wieso hast du Tom Thomas nicht gewarnt? Naja, ich... Weil du geschwänzt hast. Und es auch nicht weißt. Nolik, wo gehst du hin? Ich rede mit dir. Wohin wohl? Ich werde alles über Mikrowellen lernen. Und ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Aber erst willst du doch was essen, oder nicht? Nein, ich werde doch nichts essen. Erstmal gehe ich für eine halbe Stunde Computer spielen. Der Wasserkocher. Vier. Mach schon, Tom Thomas. Nur noch einmal. Na, komm schon, Tom Thomas. Ich weiß, dass du es schaffst. Fünf. Hey, das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Dein Kinn war unter der Stange. Uff, das war's. Ich kann einfach nicht mehr. Du Weichei. Du bist das Weichei, nicht ich. Meine Kraft hat nachgelassen, weil ich länger nicht gegessen habe. Du Sklave deines Magens. Sieh mal, das ist der Unterschied zwischen uns Fixies und euch Menschen. Einige Menschen glauben, dass Fixies nur überleben können, indem sie deren Speisereste von den Tischen klauen. Oder noch schlimmer, indem sie ihre Kühlschränke leer räumen. Doch das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Fixies essen überhaupt keine menschliche Nahrung. Wo also um alles in der Welt kriegen die Fixies dann ihre Energie her, fragt ihr euch? Das ist ganz einfach. Das ganze Leben eines Fixies hat mit Geräten zu tun. Fixies wohnen nicht nur in Geräten drin, sondern kümmern sich um sie und verlängern deren Leben. Und im Gegenzug für die Hilfe teilen die Geräte ihre Energie mit den Fixies. Na, da habt ihr's. Die Fixies helfen den Geräten und die Geräte helfen den Fixies. Ja, wir Fixies und Maschinen haben eine symbiotische Beziehung. Wir sind also keine Kakerlaken, sondern wir sind Fixies. Eins, zwei, drei, hui! Wie kann es bloß sein, dass ein großer Junge wie du sich selber kein Essen zubereiten kann? Kochen kann ich ja, aber ich darf den Herd nicht anstellen. Was kannst du denn ohne ihn machen? Oh ja, wir haben Haferbrei. Schaut. Magst du Haferbrei? Machst du Witze? Meine Eltern sagen, Hafer ist gesund und macht dich stark. Toll. Wie bereitet man ihn zu? Das ist leicht. Man muss nur heißes Wasser hinzugeben und den Wasserkocher darf ich bedienen. Stopp, prüfe erstmal, ob Wasser drin ist. Ohne Wasser kann der Kocher ausbrennen. Da ist reichlich. Dann kannst du ihn einschalten. Hey, sag mir, wie geht der Wasserkocher aus? Ich meine, woher weiß er, wann das Wasser heiß genug ist? In einem Wasserkocher liegt unterhalb des Bodens ein Heizkörper versteckt. Wenn man den Kocher einschaltet, dann erhitzt sich das Wasser, bis es zu kochen beginnt. Und das kochende Wasser erzeugt Dampf, der dann die oben am Kocher sitzende Metallplatte erhitzt. Durch die Hitze biegt sich die Metallplatte und somit geht der Schalter aus. Man könnte also sagen, dass ein Wasserkocher es fühlt, wenn das Wasser kocht. Okay, jetzt habe ich's kapiert. Hey, wozu denn Reisschalen? Für uns brauchst du keinen Haferbrei machen. Er ist nicht für euch, er ist für meine Eltern. Kipp es zuerst hier hinein. Nein, kipp erst hier bei mir herein. Und ich sag hier rein. Und ich sage, kipp zuerst bei mir hinein. Oh, Nolik, wo bist du? Ich mach das schon, warte, ich springe rein. Simka! Sie war genau hier vorne. Nolik? Hier vorne. Simka! Hier. Nolik! Dort. Autsch!
Hey, wo ist denn dein Stiefel hin? Er ist weg. Oben, in den Haferflocken. Das müssen deine Eltern sein. Bloß weg hier. Hey, was ist mit dem Stiefel? Keine Sorge, ich hab noch einen. Hi, Tom Thomas, wir sind zurück. Du musst hungrig sein. Wir machen dir was zu essen. Aber ich habe uns schon Essen gemacht. Und das Wasser ist auch schon heiß. Hände waschen. Tom Thomas, fass den Kocher nicht an, wenn er heiß ist. Ich will nicht, dass du dich verbrennst. Yum, 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 heute yum. Abend essen wir also Haferbrei. Wie lecker. Gibt's vielleicht was anderes? Was anderes? Ihr meint doch immer, dass Haferbrei so stark macht und außerdem gesund ist. Nun ja, das meinen wir. Gut, dass Tom Thomas uns so aufmerksam zuhört. Mmh, wie lecker das doch schmeckt. Wirklich? Ha, was ist das? Oh, Papa, da ist der Stiefel. Was? Es ist nichts. Iss nur weiter. Lass dich nicht ablenken. Der Haferbrei wird ganz aufgegessen, okay? Und wer den Hafer nicht aufisst, bekommt keine Bonbons. Die Lupe. Fall Nummer 1. Beginnen wir. Oh ja, hier sehe ich ein Beweisstück. Die Fingerabdrücke des Verbrechers. Damit wird er nicht durchkommen. Warum denkst du, sieht sie uns einfach an, statt uns zu jagen? Oh, vielleicht sieht sie uns nicht und wir sind unsichtbar. Und wieso kann ich dich dann sehen? Simka, Nolik, passt auf. Zerstört die Spuren nicht. Was denn für Spuren? Wessen Spuren sind das? Shh, ich muss ein Verbrechen aufklären. Ein Verbrechen? Was für eins? Jemand stahl den Flügel dieses Flugzeuges, aber ich bin ihm auf der Spur. Seht euch den Fingerabdruck an. Ich sehe ihn. Ja, und? Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Also, wenn man Fingerabdrücke findet, hat man eine gute Chance, den zu finden, der sie gemacht hat. Cool. Man weiß schon lange, dass jeder Mensch seinen eigenen einzigartigen Fingerabdruck hat. Es ist wahr. Jeder Fingerabdruck ist anders und das hilft der Polizei, Verbrecher zu fangen. Zuerst finden sie die Fingerabdrücke am Tatort. Dann vergleicht die Polizei sie mit den Fingerabdrücken von jemandem, der das Verbrechen begangen haben könnte. Stimmen sie überein, so haben sie den Täter gefunden. Diese Methode nennt man Daktyloskopie. Abgesehen vom Ausmachen von Verbrechern können Fingerabdrücke auch genutzt werden, um Schlüssel zu ersetzen. Drückt man mit dem Finger auf ein spezielles elektronisches Schloss, erkennt es den Fingerabdruck und sagt, treten Sie ein. Übrigens, anders als Menschen hinterlassen wir Fixies keine Fingerabdrücke. Deswegen kann uns nicht mal die Polizei finden. Nun lassen wir einen Hund nach dem Verbrecher schnüffeln. Kaubacke, schnüffle, finde die Spur. Los! Hey, was ist los? Kaubacke ist kaputt. Dann reparieren wir sie ganz fix. Wie? Sie ist doch kein Staubsauger. Sie ist ein lebendiger Hund. Fixies reparieren alles. Stimmt nicht. Fast alles. Das Erste, was wir tun müssen, ist eine Inspektion. Mal sehen. Ihre Augen sehen sehr gesund aus. Gut, der Schwanz ist noch dran. Ohren sauber? Ja. Die Zunge rosarot. Tom Thomas, stell sie auf alle vier Füße. Nein, Pfoten meine ich. Aha. Komm schon. Na lauf. Jetzt verstehe ich. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Es ist ihre rechte Pfote. Aber ich sehe nicht, was fehlt. Ich frage mich, ob vielleicht etwas im Inneren gebrochen ist. Wartet. Vielleicht steckt irgendwo etwas Kleines in ihrer Pfote fest. Tom Thomas, hol deine Lupe. Hier. Um ein kleines Objekt zu untersuchen, braucht man eine Lupe. Eine Lupe ist ein besonderes Glas, das in der Mitte dicker ist als an den Seiten. Es biegt das Licht, das durchfließt. Wenn man diese Linse vor die Augen und dann vor etwas Kleines hält, sieht es so aus, als ob es größer geworden ist. Setzt man zwei Linsen in einen Rahmen, hat man eine Brille. Und wenn man einen Griff an die Linse baut, hat man eine Lupe. Da ist
etwas. Ein Splitter. Das ist Glas, glaube ich. Sieht so aus. Ah, du hast recht. Gestern brannte eine Glühbirne im Flur durch. Ich nehme an, dass nicht jeder Splitter weggefegt wurde. Kaubacke, wie geht's? Jetzt geht's dir besser. Anscheinend haben wir sie repariert. Tidisch! Sie ist repariert und läuft wieder. Oh, vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Undankbarer Hund. Simka, Nolik, da ist er. Der verlorene Flügel. Ja, das ist toll. Aber du musst noch herausfinden, wer ihn unter dem Bett versteckt hat. Ja, du musst noch die Fingerabdrücke abgleichen. Die Fingerabdrücke auf dem Flügel sind die gleichen wie die auf dem Flugzeug. Aber wem gehören sie? Hast du deine eigenen angesehen? Die Fingerabdrücke sind alle meine. Also nehme ich an, es war meine eigene Schuld. Ich hatte ihn nur irgendwie verloren. Also stellt sich heraus, dass du der Verbrecher warst? Hurra! Das Verbrechen ist aufgedeckt. Und du, Tom Thomas, bist der Verbrecher. Die Lichterkette. Wir sind fast fertig. Ja! Yeah. Nun kann der Weihnachtsmann ja kommen. Er wird sagen, 1, 2, 3, Lichterzauberei. Und dann gibt's Geschenke. Der echte Weihnachtsmann? Ja, na klar. Existiert der Weihnachtsmann überhaupt? Ihr werdet es sehen. Er kommt zu mir, wie jedes Jahr. Okay, lasst uns das üben. 1, 2, 3, Lichterzauberei! Hä? Oh, die Lichterkette ist durchgebrannt. Und wir haben keinen Ersatz. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist gleich da. Ist der Baum fertig? Nein, noch nicht ganz. Oh nein, was sollen wir nur tun? Bin gleich zurück. Tom Thomas, was denkst du? Gibt dir der Weihnachtsmann auch Geschenke, wenn der Baum nicht aufleuchtet? Bestimmt nicht. Ohne die Lichter passt das nicht. Es wäre nicht mehr magisch. Papus! Marcia! Der Weihnachtsmann kommt gleich zu Tom Thomas, aber die Lichterkette am Baum ist voll durchgebrannt. Voll durchgebrannt? Wirklich? Die Glühbirnen einer Lichterkette sind miteinander verbunden. Zwischen ihnen ist ein Kabel. Wenn man eine Lichterkette anschaltet, fließt Elektrizität durch das Kabel und erleuchtet jede einzelne Glühbirne. Aber wenn eine der Glühbirnen durchbrennt, wird der Kreislauf unterbrochen und die Elektrizität fließt nicht mehr. Das heißt, nur durch eine kaputte Glühbirne gehen alle Lampen aus. Wenn man also eine Lichterkette reparieren will, ist das ganz einfach. Wechsle die kaputte Glühbirne einfach aus. Haben wir eine extra Glühbirne im Haus? Ich hol sie. Ich weiß, wo sie ist. Tom Thomas, halt den Weihnachtsmann bitte auf. Wir brauchen etwas Zeit, um die durchgebrannte Glühbirne auszuwechseln. Wird gemacht. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist schon hier. Ho, ho, ho. Mama, warte kurz. Na dann, suchen wir mal die kaputte Glühbirne. Okay, Papus, los geht's. Die funktioniert. Vielleicht ist es die hier. Nein. Und diese? Die funktioniert. Dem Weihnachtsmann wird schon ganz heiß hier draußen. Moment! Simka, wie läuft's? Wir haben alle Birnen gecheckt, aber die kaputte war nicht dabei. Also wird dieses Jahr nicht so magisch. Okay, Mama, kommt rein. Ho, ho, ho. Hallo, Tom Thomas. Sag mir doch mal, warst du auch artig dieses Jahr? Warum brennen die Lichter am Baum nicht? Lasst es uns zusammen sagen. 1, 2, 3. Autsch! Papus, da ist noch eine Glühbirne. Da ist ja der Übeltäter. 1, 2, 3. Lichterzauberei! Jetzt müssen wir diese Glühbirne auswechseln. Wo ist Marcia?
Zeig dein Licht, o Baum. Das war echt schwer. Aber ihr habt sie ja schon repariert. Wo habt ihr denn die neue Glühbirne her? Papus ist als Glühbirne eingesprungen. Tidisch! Tidisch! Ah, ein echter Held. Zieh mich hoch, dann wechseln wir die Glühbirne aus. Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Schlagen Herzen schneller! Wow! Weihnachtsbaum! Ja! Schöne Schachtel. Jedes Jahr von Neuem immer wieder. Jedes Mal von Ort in Fell und Wald. Kommt ein kleines Wunder zu uns nieder. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit. Dein Kopf fällt hier gleich ab. Keine Sorge, der fällt schon nicht ab. Mhm, das klingt gut. Okay, wir sehen uns später. Wohin gehst du denn, Tom Thomas? Nirgendwohin. Katja kommt mich gleich besuchen. Wir machen Hausaufgaben und essen dann Erdbeeren. Wird sie die Erdbeeren mitbringen? Ganz genau. Und ich soll dann die Schlagsahne besorgen. So schmecken sie nämlich besser. Schlagsahne? Hast du welche? Ich sehe mal nach. Sie besteht aus Milch und die Milch bekommt man von einer Kuh. Und was ist mit Schlagsahne? Die Kuh springt hoch und runter wie du. So wird die Sahne geschlagen. Wirklich? Das war ein Witz, Nullig. Ich habe überall gesucht. Wir haben normale Sahne, aber keine Schlagsahne. Kein Problem. Wir können sofort welche schlagen. Sahne ist dicke Milch mit ziemlich viel Fett. Wenn man Schlagsahne machen will, muss man sie kühlen, etwas Zucker dazugeben und alles dann sehr gut schlagen. So entstehen winzige Luftbläschen, aus der Sahne einen leckeren, weißen, flauschigen Schaum machen. Aber es ist wichtig, es nicht zu übertreiben. Sonst wird die Sahne nicht flauschiger werden, sondern dicker und dicker, bis aus ihr eine reichhaltige, cremige Butter wird. Wie schlägst du die Sahne? Schau, ein Schneebesen. Nein, warte! Wie ist das? Daraus wird nichts. Vielleicht brauchen wir eine andere Schüssel oder so. Meint ihr, eine Flasche wäre besser? Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt kann ich wenigstens die Sahne nicht mehr verschütten. Schüttel mit beiden Händen. Los, 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 los. Schüttel doller, Tom Thomas. Es reicht, ich kann nicht mehr. Die Sahne sieht genauso aus wie vorher, Tom Thomas. Du hättest dich mal anstrengen sollen. Ach, wirklich? Dann schlag die Sahne doch selber. Ich hab's. Sie wird uns helfen. Kaubacke? Ja, super. Ein Stück runter, noch ein Stück. Perfekt. Mach die Tür auf. Kaubacke, Kaubacke, du kriegst es nie. Nein, 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 nein. Das Telefon. Das ist ja sogar cooler, als auf dem Trampolin zu springen. Juhu!
Ja, aber warum denn nicht? Ach, wie schade. Nicht schlimm. Komm trotzdem vorbei. Du kriegst uns nicht. Du kriegst uns nicht. Bin ich erschöpft. Wenigstens haben wir die Sahne aufgeschlagen. Oh, siehst du das, Dunker? Da ist keine Sahne übrig, nur eine gelbe Paste. Das ist Butter, ganz sicher. Wir haben es übertrieben. Menschen machen so viele verschiedene Dinge aus Milch. Wie Sahne oder Butter oder Kuchenglasuren oder Törtchen. Aus Milchpulver, Zucker und kochendem Wasser kann man kondensierte Milch machen. Und wenn man sie kühlt, erhält man Eiscreme. Und wenn die Milch sauer wird, kein Problem. Menschen machen alles Mögliche aus saurer Milch. Wie Joghurt, saure Sahne, Kefir und Buttermilch. Entzieht man saurer Milch Flüssigkeit, kriegt man Hüttenkäse. Und kocht man Milch auf besondere Art, bekommt man alle möglichen verschiedenen Sorten Käse. Es gibt so viele Käsesorten auf der Welt, dass man sie nicht zählen kann. Und auch bestimmte Schokoladensorten können nicht ohne Milch gemacht werden. Ihr müsst zugeben, dass alte, einfache, gewöhnliche Milch eine super magische, außergewöhnliche Sache ist. Es ist einfach schrecklich, Leute. Was? Kommt Katja nicht zu Besuch? Doch, sie kommt. Aber ohne die Erdbeeren. Sie wusste nicht, dass ihre Großmutter schon alle verarbeitet hatte, um Marmelade zu machen. Meinst du damit, dass wir keine Schlagsahne mehr brauchen? Genau. Katja bringt einen Kuchen. Und sie meinte, wir brauchen dazu Butter. Sie will daraus eine Glasur machen. Butter? Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Davon haben wir genug. Die Taschenlampe. Wo ist das Ding? Hi, Tom Thomas. Was suchst du denn? Die Taschenlampe. Ah, hier ist sie. Wozu brauchst du sie? Kathi, ich will mit ihr reden. Ruf sie doch einfach an. Dieses Ding da ist eine Taschenlampe und kein Telefon. Nein, ihr versteht mich nicht. Kathi und ich haben uns einen Geheimcode ausgedacht. Nur einmal blinken bedeutet Hallo da. Oh, und Kathi hat auch Hallo zu dir gesagt. Und zweimal blinken? Was heißt das? Kathi fragt, ob alles in Ordnung ist. Jetzt werde ich ihr sagen, alles ist okay. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaube, sie geht nicht richtig. Sehe ich selbst, Nullig. Aber warum nicht? Eine Taschenlampe ist nichts weiter als eine Batterie und eine Glühbirne, die durch Drähte miteinander verbunden sind, um eine Umschaltung zwischen ihnen zu erstellen. Will man eine Taschenlampe einschalten, drückt man den Knopf. Dadurch wird der Strom durch die Kabel von der Batterie zur Glühbirne geleitet und sie scheint. Und wenn sie nicht angeht, bedeutet das, dass entweder die Batterie leer, die Birne ausgebrannt oder der Schalter kaputt ist. Und jetzt setzen wir die Theorie in die Praxis um. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Versteht ihr das nicht? Wenn ich ihr kein Zeichen gebe, denkt sie, ich will nicht mit ihr reden und das wäre einfach schlimm. Jetzt flipp mal nicht gleich aus. Wir helfen dir. Aber erst brauchen wir den Bakumat. Sind gleich zurück. Bis gleich. Hör mal, Marcia. Was für ein Geräusch. Aha, das ist neu. Das war also das Geräusch. Papus, können wir dein Bakumat haben? Es geht um eine Taschenlampe. Wirklich? Eine Taschenlampe? Kennst du die Geschichte, als Großfix viele Kilometer auf einem Hund reiten musste? Es ist wahr. Seine Mission war das Reparieren einer riesigen Taschenlampe. Was war das für eine? Eine besondere Art, die Leuchtturm heißt. Ein Leuchtturm ist ein hohes Gebäude mit einem riesigen Blinklicht obendrauf, das benutzt wird, um Schiffen und Flugzeugen zu helfen. Menschen haben Leuchttürme seit der Antike verwendet. Der berühmteste von allen ist der Leuchtturm von Alexandria. Er wurde vor mehr als 2000 Jahren in Ägypten erbaut und war höher als 100 Meter. Die alten Griechen bezeichneten diesen Leuchtturm als eines der sieben Weltwunder. In antiken Zeiten machten Leute auf Leuchttürmen große Feuer. Heutzutage kommt das Licht aus starken elektrischen Glühbirnen. Viele der heutigen Leuchttürme strahlen nicht nur Licht, sondern auch Radiosignale aus.
Ja, dank der Leuchttürme sehen Schiffe und Flugzeuge schon von Weitem, wo sie hinsegeln oder hinfliegen müssen und kommen so unversehrt an. Und dank dieser heroischen Tat von eurem Großfix funktionierte der große Leuchtturm. Seitdem ist kein einziges Schiff mehr abgedriftet. Simka, was, wenn wir nicht nur die Taschenlampe reparieren, sondern auch heldenhaft sind? So wie Großfix? Aha. Na gut, was hältst du davon? Wir springen auf diesen irren Hund und reiten los. Hör auf damit. Hier, nimm meine Hand. Lass das sein. Raus jetzt. Sofort. Tisch! Das war vielleicht eine Heldentat. Jetzt wird es wirklich Zeit, den Leuchtturm zu reparieren. Tom, Thomas, hol den Leuchtturm. Was denn für ein Leuchtturm? Na, deine Taschenlampe. Ah, die brauche ich jetzt nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr? Wie willst du denn dann Kathi sagen, was sie wissen muss? Ich hab's ihr schon gesagt. Guckt mal. So war es nicht abgemacht. Genau. Soll das heißen, wir haben die Heldentat umsonst gemacht? Gut, wenn ihr eine Heldentat braucht, dann klar, macht sie halt. Hurra! Ja! Der Zauberstab. Oh, Tom Thomas, wo kommst du denn her? Ganz einfach. Ich habe gerade diesen coolen Zauberstab geschenkt bekommen. Hier. Wow. Und was soll das für ein Zauberstab sein? Das nehme ich dir nicht ab. Man schwingt den Stab und alle Wünsche gehen in Erfüllung. Passt auf. Heute will ich nicht in die Schule. 100-mal Tiddisch. Tom Thomas? Deine Lehrerin hat mich gerade angerufen. Sie hat gesagt, deine Schule hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wie seltsam. Ich muss nicht zur Schule? Na wie denn? Stattdessen gehen wir in den Zoo. Hurra! Echte Magie? Ach, wie toll! Nein, keine Magie. Das sind Illusionen. Ich weiß nicht, was Illusionen sind. Das ist, wenn das, was man vor sich sieht, in Wirklichkeit nicht existiert. Habt ihr jemals gesehen, wie ein Zauberer einen Hasen aus einem Zylinder zieht? Meint ihr, das wäre Magie? Nein. Das ist nämlich nur eine Illusion. In Wirklichkeit ist der Hase unter dem Tisch versteckt, auf den der Zauberer den Hut stellt. Im Hut befindet sich eine geheime Luke. Wenn der Zauberer in den Hut greift, dann zieht er den Hasen aus dem Tisch heraus und tada! Wie genau jeder magische Trick funktioniert, mag ein Geheimnis sein, doch jede Illusion hat eine Erklärung. Mit diesem Stab kann ich wirklich zaubern. Zum Beweis werde ich ein Kaninchen aus diesem Mülleimer zaubern. 100-mal Tiddisch. Oh, was ist denn da passiert? Ein komischer Hase. Wartet, ich probiere es nochmal. 100-mal Tiddisch. 100-mal Tiddisch. Tom Thomas, vielleicht reicht's? Eine Kaubacke ist mehr als genug und jetzt gibt es drei. Hey, Tom Thomas, sag deinen Hasen, sie sollen nicht so laut bellen. Schämt euch, so hilflose kleine Kinder anzugreifen. Warte, ich mache euch.
euch größer. 100 mal Tidish. Kleinen Kindern hinterher zu jagen. Wow, ich bin riesig. Ich bin so riesig wie Tom Thomas. Ich bin groß. Oh, Nullik, pass auf. Wie kannst du nur leben als so großer Mensch? Es ist so unpraktisch. Und ich dachte, es ist schwer, wenn man so klein ist. Tom Thomas, bist du fertig? Hey, warum haben wir denn plötzlich drei Hunde? Oh mein Gott. Warum schreist du? Ich habe geträumt, dass mir jemand einen Zauberstab geschenkt hat. Und dann musste ich euch vergrößern. Und Mama hat euch gesehen. Wie schrecklich. Da hätte ich auch geschrien. Ich wünschte, ich hätte einen echten Zauberstab. Wir Fixies glauben ehrlich gesagt nicht an Magie. Aber wir glauben an das, was Menschen schaffen können. Denn Menschen können oft Wunder erschaffen. Jahrhundertelang schien es vollkommen unmöglich zu fliegen. Aber heute kann jeder in ein Flugzeug steigen und losfliegen. Früher dachten Menschen, dass sie nur durch Magie zum Mond kommen können. Aber mittlerweile sind Astronauten bereits auf ihn spazieren gegangen. In Märchen konnten Menschen miteinander mittels eines magischen Spiegels reden. Aber heute haben wir das Internet und Telefone für diese Zwecke. Kühlschränke, Fernseher, Autos, Computer. Es gibt so viele Dinge, die der Mensch erschaffen hat. Wundersame Dinge, von denen sie vorher nur träumen konnten. Wie ein Wunder aus einem Märchen. Einen Zauberstab? Wozu denn? Damit ich heute nicht zur Schule muss. Tom Thomas, bist du bereit? Wir wollten doch gemeinsam in den Zoo. Muss ich denn heute nicht in die Schule? Sehr witzig. Träume ich immer noch? Nein, es ist doch nur... Heute ist doch Sonntag. Und darin liegt der Zauber. Der Kühlschrank. Das war's. Hausaufgaben. Alle erledigt. Los. Guck, dieses weiße Zeug hat sich Nullik geschnappt und lässt ihn nicht mehr los. Oh, das ist Kaugummi. Es war mein Kaugummi. Oh, vielen Dank, Tom Thomas. Wie ist jetzt eigentlich der Plan, mich hier abzukriegen? Ich weiß schon wie. Wir müssen es einfrieren. Ich habe mich auch mal auf Kaugummi gesetzt und Mama hat meine Hose ins Kühlfach getan. Der Kaugummi ist gefroren und fiel ab. Ich will nicht ins Kühlfach. Keine Sorge, Nullik. Ich bleibe die ganze Zeit bei dir. Halte durch. Es wird nicht lange dauern. Warum soll ich durchhalten? Das Kaugummi hält mich ja schon fest. Simka, wieso ist es im Kühlfach so kalt, wenn es draußen so warm ist? Ich erklär's dir. Ein Kühlschrank hat eine Pumpe, die eine spezielle Flüssigkeit durch eine lange Röhre presst. Ein Teil dieser Röhre befindet sich im Kühlschrank. Dort wird die Flüssigkeit in Gas verwandelt. Dafür absorbiert sie die Hitze von allem Inneren und das macht den Kühlschrank kalt. Die Pumpe saugt dann das Gas an und befördert die heiße Flüssigkeit in die Röhren am hinteren Teil des Kühlschranks. So kann all die Hitze, die im Inneren gespeichert wurde, nach draußen in die Luft entweichen. Ich wäre gern dort, wo es warm ist. Halt durch! Ich
hol uns ein paar warme Sachen. Ich will nicht durchhalten. Ich will mit dir gehen. Sei jetzt tapfer. Ich warte. Tom, Thomas, mach jetzt auf! Marcia, haben wir irgendwo was Warmes zum Anziehen? Wieso brauchst du warme Kleidung? Ach, nur so. Also, ich möchte wissen, was hier los ist. Hurra! Tom Thomas, Silka, mach die Tür jetzt auf! Sieht so aus, als ob ich hier bald erfrieren muss. Ein Fixie ist ständig von allen möglichen Gefahren umgeben. Auch in einem dunklen Kühlfach kann sich ein Fixie verlaufen und erfrieren. Wenn er nicht aufpasst, dann kann er in einer Waschmaschine oder in einem Geschirrspüler ertrinken. Ein leichtsinniger Fixie läuft stets Gefahr, einen elektrischen Schock zu bekommen. Oder angenommen, es entsteht ein Feuer durch einen Kurzschluss in irgendeinem Gerät. In solch einem Fall muss man weglaufen, wenn man überleben will. Und wie steht es um Menschen? Naja, denen sind wir Fixies ziemlich egal. Also können sie aus Versehen etwas auf einen Fixie fallen lassen oder auf ihn treten oder ihm einen Fußtritt verpassen. Wenn ihr also nicht rechtzeitig aus dem Weg geht, Was ich also sage, Fixies, ist, seid vorsichtig da draußen und passt auf euch auf. Handelt klug und bleibt in Sicherheit, Kameraden. Ich verstehe das einfach nicht. Er war genau hier. Armer Nollig. Ich frag mich, wo er ist. Guck mal hier, Fußabdrücke. Nolik, du lebst. Aha, ja. Ich war so in Sorge. Wie bist du da bloß rausgekommen? Du hast mir doch erklärt, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich bin an diesem kalten Rohr entlang gekrabbelt, bis es heiß wurde. Und dann war ich hier. Hey, da kommt ja Rauch aus dir raus. Wir müssen dich sofort abkühlen. Hä? Wo? Ich will nicht in den Kühlschrank! Halt, ich mach doch nur Spaß! Es ist ganz hart gefroren. Daran könnte ich mir die Zähne ausbrechen. Du willst das doch nicht nochmal kauen. Nie und nimmer. Schon gar nicht, nachdem Nolik drauf gesessen hat. Du hättest es nicht hintun sollen, wo es nicht hingehört. Hey, es tut mir ja leid. Ich schmeiß es schon weg. Wie wäre es denn mit dem Mülleimer? Der Trickfilm. Ja? Genau so. Ja. Tom Thomas, immer noch nicht fertig? Ja, zeig uns die Überraschung und hör auf zu zeichnen. Aber das ist die Überraschung. Macht es euch gemütlich. Aufgepasst. Fertig und Action. Cooler Stoß, echt. Du solltest ihm eine riesige Beule malen. Was du gezeichnet hast, sieht wie ein Trickfilm aus. Diese Zeichnung ist wirklich ein echter Trickfilm. Ach, wirklich? Echte Trickfilme gibt es doch nur im Fernsehen. Aber sie werden ganz genau so gemacht. Eine Animation wird aus vielen Bildern gemacht, die man Frames nennt. Jedes Frame zeichnet man ein kleines bisschen anders als das vorherige Frame. Hier ein Beispiel. Eine Figur kann ihren Arm heben, immer ein Stückchen höher. Und dann, wenn die Frames sehr schnell aufeinander folgen, sieht es so aus, als ob sich die Figur wirklich bewegt. Und so werden Trickfilme gemacht. Und wisst ihr was? Um eine Trickfilmminute zu machen, muss man tatsächlich über 1000 Frames zeichnen. Oh, wow. Dafür habe ich nicht die Geduld. Ist nicht schlimm, dass dein Trickfilm kurz ist. Vor allem, weil er lustig ist. Ja, das ist so lustig. Tom Thomas, wer ist der komische Typ, den du hier gemalt hast? Du machst Witze, Nolik. Erkennst du dich etwa nicht? Was? Das soll ich auf dem Papier sein? Hast du schon vergessen, was heute Morgen passiert ist? Zucker, hab dich! Du fängst mich nie! Schnell für dich! Autsch! Eieieiei! Ha! Das hast du jetzt echt verdient! Ach, Simka! Das hättest du ihm nicht erzählen müssen!
Wahre Schwestern behandeln ihre Brüder nicht so. Autsch! Und dein Trickfilm ist überhaupt nicht lustig. Nolik, geh nicht. Das ist okay. Er muss nur etwas schmollen gehen. Während er weg ist, möchte ich dir was zeigen. Kannst du einen Trickfilm im Fernsehen anmachen? Kein Problem. Was soll ich tun? Schauen wir ihn nochmal. Aber diesmal zeige ich dir ein Frame nach dem anderen. Hier, sieh mal. Das ist ein Frame. Und hier ist noch eins. Und noch eins. Ist das nicht cool? Aha, so cool. Und in normaler Geschwindigkeit sieht man 25 Frames pro Sekunde. Was soll ich tun? Es ist echt magisch. Simka, weißt du was? Nolik tut mir wirklich leid. Ja, es war nicht gerade nett. Trickfilme kann man auf verschiedene Arten machen. Zeichentrickfilme werden natürlich mit der Hand gezeichnet. Und Stop-Motion wird so gemacht. Die Animatoren positionieren eine Puppe und fotografieren sie. Dann bewegen sie die Puppe ein bisschen und machen noch ein Foto. Und das machen sie wieder und wieder und wieder. Bis es genug Frames gibt, sodass die Figuren aussehen, als bewegten sie sich sehr geschmeidig auf dem Bildschirm. Eine weitere beliebte Animationstechnik ist Knetanimation. In diesen Filmen wird alles aus Knetmasse gebaut und umgebaut. Aber heute werden die meisten Trickfilme am Computer gemacht. Zuerst wird das Modell einer Figur erstellt, eine Art digitale Puppe. Nachdem die Modelle gebaut sind, werden sie koloriert und animiert, um sich zu bewegen. Diese Art von Animation wird bei den Fixie-Trickfilmen verwendet. Tom Thomas, was machst du? Zeichnest du einen neuen Trickfilm? Nein, ich überarbeite den alten, damit Nolik nicht mehr sauer ist. Gut, zeichne weiter. Und ich hole ihn. Nolik! Ich bin nicht hier. Nolik, entschuldige. Bitte sei nicht mehr böse. Lass uns einen Trickfilm sehen. Ich habe euren blöden Trickfilm schon gesehen. Was habt ihr gemacht? Mir eine Beule auf den Kopf gesetzt? Aber nein, ich habe alles übermalt. Du wirst es lieben. Ganz sicher? Na gut, dann los. Zeig mir deinen Trickfilm. Aufgepasst und Action. Na bitte, diesen Trickfilm fand ich echt gut. Gut, das war auch mein letztes Papier. Naja, ich fand den ersten Trickfilm lustiger. Tja. Aber dieser ist natürlich viel besser. Ja. Die Waage. Kaubacke, jetzt reicht's echt. Und was, wenn es was Wichtiges ist? Komm schon, sie ist nur ein Hund. Man sagt, dass Katzen und Hunde einen sechsten Sinn haben, den wir nicht haben. Was ist das? Sie fühlen alle Dinge, die wir Menschen nicht fühlen. Ich lasse sie lieber rein. Mama und ich kommen zum Abendessen zurück. Bitte denk dran, Kaubacke zu füttern. In Liebe, Papa. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Unglaublich. Jetzt glaubst du aber an den sechsten Sinn, oder? Aha. Aber es sieht eher so aus, als hätte Kaubacke einfach Hunger. Wie viel Futter soll ich ihr geben? Guck, das steht auf der Verpackung. Pro Kilogramm des Hundegewichtes eine Tasse Futter bei jeder Fütterung. Aha, alles klar. Wie viele Tassen wiegt Kaubacke? Ups, ich meine, wie viel Kilogramm? Weiß ich nicht. Was sollen wir dann tun? Was meinst du? Wir wiegen Kaubacke. Das werden wir tun. Womit? Mit einer Waage. Da ist eine im Büro deines Vaters. Du hast recht. Los. Ich frage mich, ob es deine Mama nicht stört, dass dein Papa sein eigenes Büro hat und sie nicht. Mama sagt, sie hat ein Büro. In der Küche. Hey, seht, da ist die Waage. Wusstest du eigentlich, dass Menschen schon seit über 7000 Jahren Waagen haben?
Wenn wir wissen wollen, wie viel etwas wiegt, müssen wir es mit etwas vergleichen, dessen Gewicht wir bereits kennen. Angenommen, man will eine Wassermelone wiegen. Man legt sie in die Waagschale und die Waage kippt zur Seite. Also muss man Gewichte auf die andere Seite legen, bis sich die Seiten ausgleichen. Nun, das ist zu schwer, aber das passt genau. Da das Gewicht 10 Kilogramm wiegt, wissen wir, dass die Melone 10 Kilogramm schwer ist. Und so einfach funktioniert eine Waage. Na dann mal los. Kaubacke! Als ob sie jetzt zu dir gerannt kommt. Natürlich bleibt sie bei der Futtertüte. Ich weiß, was ich mache. Hier, halte den Leckerbissen, während ich sie wiege. Es scheint vielleicht klein, aber es ist super schwer. Halte durch. Bitte beeil dich. Komm schon, beeil dich. Fertig. Sie wiegt 2 Kilogramm. Okay, jetzt füttern wir Kaubacke. Kaubacke wiegt 2 Kilogramm, also nehme ich genau 2 Tassen. Meint ihr etwa, ihr könnt eure Haustiere mit allem füttern, was ihr wollt? Oh nein! Damit sie gesund sind, brauchen Haustiere wie Menschen eine ausgewogene Ernährung. Heute gibt es besonderes Tierfutter für Vögel, Fische, Hunde, Katzen und alle möglichen anderen Tiere. In diesem Futter ist alles, was eure Tiere brauchen, um gesund zu bleiben. Wie Fleisch, Fisch, Früchte, Samen, Gemüse und Vitamine. Dieses Futter gibt Tieren eine ausgewogene Ernährung. Man muss es nicht kochen, sie können gleich losfressen. Schüttet es einfach in den Napf und euer Hund ist glücklich. Oder eure Katze und euer Vogel und auch eure Fische. Passt nur auf, dass ihr nichts verwechselt. Was gut für einen Fisch ist, ist nicht gut für einen Hund. Jedes Tier braucht sein eigenes spezielles Futter. Stopp! Was ist los? Was los ist? Du musst ein Stück wegnehmen. Sie hat schon eins gegessen. Okay. Also, dieser 6. Sinn. Ihr glaubt noch daran, oder? Warum bringst du mir das? Oh, Mama ruft an. Unglaublich. Woher wusste Kaubacke das? Ich wusste, dass Kaubacke es hat. Hallo? Das war der 6. Sinn, nicht wahr? Die Zahnbürste. Wenn du fertig bist, mein geheimes Wachstumselixier, werde ich meine ganz eigene Hundearmee erschaffen und dann regiere ich die... Wow, das ist super. Besser als eine Fernsehshow. Oh ja, es ist lustig, aber es wird nicht gut enden. Tom Thomas, mach dich bettfertig. Na gut, Papa. Aber erst mein geheimes Rezept. Erstmal ein wenig von Carboniterus. Und jetzt ein wenig Brot und Butterus. Und zuletzt Bart von der Mausa. Kaubacke. Hab keine Angst. Trink, mein Baby. Dann wirst du 10-mal so riesig. Was? Es mundet dir nicht? Ah, klar. Ich hab vergessen, umzurühren. Dieser Hyperschallmixer wird uns helfen. Tom Thomas, du solltest nicht benutzen, was dir nicht gehört. Das ist die Zahnbürste von deinem Vater. Ah! Hör bloß auf! Jetzt spinnst du aber. Hey, Seifenblasen! Ah, boom! Boom, boom!
ein großer Junge, aber dein Hirn ist kleiner als Nolix. Oh, vielen Dank. Leg die Zahnbürste zurück an ihren Platz. Sie soll unberührt aussehen. Nee, das macht man doch nicht. Tom Thomas, was ist los? Fast fertig, Papa. Simka, Nolik, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Keine Panik. Erst müssen wir herausfinden, was da drin kaputt gegangen ist. Eine elektronische Zahnbürste besteht aus drei einfachen Teilen. Der Batterie, dem Motor und dem schlauen Mechanismus, der den Motor mit den Borsten verbindet. Das ganze Geheimnis der Zahnbürste liegt in diesem Mechanismus. Er nutzt die Rotation des Motors, um die Borsten schnell vor und zurück, nach links und nach rechts und von rechts nach links zu bewegen. Und so werden die Zähne geputzt. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir machen Folgendes. Erst den Motor rausnehmen, anschließend die Gänge und dann den Mechanismus. Wie lange brauchen wir dafür? 1 bis 2 Stunden. Was? Nein! Jetzt pass gut auf, Tom Thomas. Du musst jetzt erstmal das Batteriefach öffnen. Und du wartest genau hier. Die sind eure Zähne. Naja, es sind nicht eure Zähne. Aber ihr wisst, was ich meine. Heutzutage benutzen wir eine Zahnbürste, um unsere Zähne zu säubern. Das war aber nicht immer so. Die alten Ägypter benutzten gekaute Zweige, um ihre Zähne damit abzuschaben. Während die alten Griechen ihre Zähne mit einem Tuch abrieben. Und die Wikinger, naja, wer weiß, was die gemacht haben. Und dann vor nur ungefähr 200 Jahren hatte ein Engländer namens William Addis eine bessere Idee. Er bohrte Löcher in einen Fleischknochen hinein, steckte einige Borsten rein und so entstand die Zahnbürste. Und ich als Fixie, oder besser gesagt als Meisterreparateur, sage euch Folgendes. Ihr müsst eure Zähne oft putzen, vor allem nach dem Essen. Sonst werdet ihr oft zum Zahnarzt gehen müssen. Und? Stimmt etwas mit dem Mechanismus nicht? Nein, nein, ist alles okay. Ist der Motor ausgebrannt? Nein. Was stimmt denn damit nicht? Du wirst es nicht glauben. Die Batterie ist alle. Das ist alles? Ich habe eine Idee. Ich tue neue rein. Dein Vater hat sie gerade eingeschaltet. Scheint alles okay zu sein. Sie funktioniert. Puh, Glück gehabt. Wunderbar. Dein Vater wird nie erfahren, welchen Schlabber du da reingemischt hast. Schlabber? Was fällt dir ein, Nolik? Wie kannst du es wagen, mein Elixier so zu nennen? Tom Thomas, irgendwie ist meine Zahnbürste voller Seife. Wie erklärst du dir das? Eieiei. Erwischt, hm? Und was sagst du jetzt? Das Handy. Hey, Nolik. Komm raus zum Spielen. Er darf nicht raus. Hat Hausarrest. Kannst du mir sagen, wofür? Ich habe einen Packomat genommen und vergessen zu fragen. Wie lange musst du da sitzen? Bis Marcia und Papus nach Hause kommen von ihrer Geschäftsreise. Was sagt er da? Geschäft. Geschäftsreise. Sie sind genau in diesem Augenblick im Handy deines Vaters. Sie waren mit Reparaturen beschäftigt, als er aus dem Haus ging. Wisst ihr eigentlich, weshalb Handys auch Mobiltelefone genannt werden? Handys sind durch die Hilfe von speziellen Funkstationen, die auf Turm- und Gebäudedächern gebaut werden, mit anderen Handys verbunden. Jede dieser Stationen sendet Signale an ihren eigenen Bereich. Dieser Bereich wird Zelle genannt. Ein Mobiltelefon funktioniert überall dort, wo eine nahegelegene Station ist, mit der es sich verbinden kann. Ihr könnt also so viel sprechen, wie ihr wollt, vorausgesetzt, dass sich eine Station im Umkreis befindet. Ihr könnt sogar von einer Zelle zur nächsten gehen. Und ohne dass ihr es merkt, schaltet euer Handy von einer Station zur nächsten um. Das Gespräch kann also fortgesetzt werden, sogar wenn ihr einem Bus nachlauft oder in ihm sitzt. Tom Thomas, hallo. Na also, mein Papa ist wieder zurück.
Hi, Papa, wie geht's dir? Es ist kaum zu fassen. Es sieht aus, als hätte ich mein Handy verloren. Was meinst du hast es verloren? Wo? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie jetzt? Soll ich hier dran jetzt für immer sitzen? Du? Unsere Eltern sind weg. Das Wackeln hat jetzt aufgehört. Wir sind wahrscheinlich schon zu Hause. Ah. Wo sind wir denn? Wie kommen wir je nach Hause zu den Kindern? Wo ist meine Marcia? Nicht weinen. Es wird alles gut. Keine Sorge. Ich hab ein Handy. Wir rufen sie an. Sie können eh nicht drangehen. Und wenn sie uns doch antworten? Ruf mal an, Tom Thomas. Ich denk nicht mal dran. Wir dürfen nicht mit Menschen sprechen. Wir werden ja nichts sagen. Wir werden bloß zuhören. Wir müssen die Kontakte verbinden. Es bringt nichts. Oh, sie sind rangegangen. Lass mich mal ran. Papus, Marcia, ich bin's, Simka. Simka? Ja, Marcia, wo seid ihr? Wir sind im Handy. Ums Telefon geht's überhaupt nicht. Oh, irgendwie riecht's hier stark nach Benzin. Frag deinen Vater, ob er irgendwo in der Nähe von Benzin war. Papa! Papa, warst du heute irgendwo, wo es vielleicht nach Benzin riecht? Benzin? Ich war heute bei einer Tankstelle. Das ist der Ort, wo dein Handy verschwunden ist. Bist du sicher? Ja. Naja, es ist... Intuition. Intuition. Intuition? Hm? Weißt du was? Ich schau besser mal nach. Tidisch! Kommt und hört unseren Fixi-Klingelton! Es ist einfach unglaublich. Siehst du? Ich hab's gefunden. Sohnemann, du bist ein wirklicher Hellseher. Ich hab's nicht gemerkt, als es mir an der Tankstelle aus der Tasche fiel. Meine Kinder! Meine Marcia! Papus! Ach, meine Süßen! Ach ja, mal ganz nebenbei. Wüsstest du, wo die schöne Armbanduhr sein könnte, die ich verloren habe? Nein. Keine Sorge, ich habe Zeit. Nutze einfach deine Intuition, mein Sohn. Der Föhn. Nolik, bist du hier? Ja, hier bin ich. Willst du einen Zaubertrick sehen? Ein super Trick, du. Lernt man den schnell? Nicht diesen Zaubertrick. Ein Trick mit Helium. Was ist denn Helium? Helium ist ein sehr leichtes Gas, das man in Ballons füllt, damit sie schweben. Das ist ja vielleicht ein aufregender Trick. Fliegende Ballons kenne ich nur zu gut. Beim Trick geht's nicht um den fliegenden Ballon. Es geht um das Helium. Wie komme ich bloß an ihn ran? Ich weiß, wie es geht. Wir brauchen einen Föhn. Wozu denn? Für einen Zaubertrick. Na gut. Mama, kann ich den Föhn für eine Minute nehmen? Ein Föhn wurde fürs Haartrocknen erfunden. In ihm befindet sich ein Ventilator, der die von hinten eingesaugte Luft nach außen bläst. Das Haar zerzaust und es trocknet. Eine eingebaute elektrische Spule erwärmt die Luft. Wenn diese warm wird, erhitzt sie die vorbeiwehende Luft. Durch die Warmluft wird das Haar schneller getrocknet. Natürlich muss der Föhn nicht auf Heißluft eingestellt werden. Es gibt auch einen Schalter für Kaltluft.
Nolik! Hier bin ich! Hier ist der Föhn. Zeig mir jetzt deinen Trick. Geht klar. Mach ihn an. Leg den Ball jetzt direkt in die Luftströmung. Oh, cool. Der Ball schwebt. Jetzt bin ich dran mit Fliegen. Du? Hey! Ja, ich fliege jetzt direkt an die Decke, schnapp mir den Faden und ziehe den Ballon runter. Bin startklar. Runter. Ich schaffe es nicht. Das ist wohl, weil du so klein bist und so gut wie nichts wiegst. Ach was, müssen wir jetzt darauf warten, dass ich größer und schwerer wäre? Ich weiß es nicht. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Lass uns Simka rufen. Simka, komm mal her. Ja? Was ist denn los? Also... Nolik, wie bist du da hochgeraten? Ich hab Tom Thomas nur den Föhntrick gezeigt. Ich lach mich schief. Ha, ha, ha. Ich schmeiß den Föhn an, um dich zu Nolik zu blasen. Damit wir dann beide da oben festhängen? Danke, aber nein, das brauch ich nicht. Was brauchst du denn dann? Ich brauche einen Besen. Du kennst einen Trick mit einem Besen? Aha, bring ihn schnell her. Manchmal können sie echt genial sein, die Menschen. Ab und zu haben sie kluge Ideen, wozu gewöhnliche Geräte noch genutzt werden können, wie der Föhn. Außer fürs Haartrocknen kann er auch fürs Trocknen von nassen Kleiderflecken verwendet werden. Ein Föhn kann sogar genutzt werden, um ein klebriges Preisschild zu entfernen. Stellt euch vor, ihr kauft einen neuen Becher, der einen extrem klebrigen Aufkleber hat und scheinbar unmöglich abzumachen ist. Nun versucht mal, ihn mit einem Föhn aufzuwärmen. Die Klebe wird austrocknen und der Aufkleber wird einfacher abgehen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Föhn in jedem Haushalt nützlich sein kann. Ihr müsst nur äußerst vorsichtig sein, vor allem im Badezimmer. Falls dieses Elektrogerät mit Wasser in Berührung kommen sollte, riskiert ihr es, einen furchtbaren Elektroschock zu bekommen. Außerdem kann der Föhn dadurch zerstört werden. Zu fliegen. Das ist toll. Gleich klinge ich wie ein Fixie. Wirklich? Aha. Ha. Schaut her. Hey, hey, was machst du da? Ich will nur ein bisschen Helium einatmen. Ist das nicht schädlich? Nur ein kleines bisschen. Hey, hi ihr. Oh, Tom Thomas ist jetzt ein Fixie. Das ist mein Trick für euch. Witzig, was? Oh, ist das komisch. So eine quietsche Stimme. Das war's. Bin kein Fixie mehr. Das Helium wirkt nach ein paar Sekunden nicht mehr. Das ist gut, denn so ein riesiger Fixie würde nie in ein Gerät reinpassen. Die Thermoskanne. Wohin soll ich es tun? Was denn, Tom Thomas? Oh, ihr seid's. Mein Eis. Machst du Witze? Ist es? Geht nicht. Tom Thomas, ist alles okay? Alles gut. Es ist nur ein Geschenk für meine Mama. Heute ist Muttertag. Also musst du es ihr schenken? Kann ich nicht. Papa und ich werden ihr zusammen gratulieren. Was wird dein Papa ihr schenken? Ich weiß nicht. Aber bis er zurück nach Hause kommt, wird das Eis geschmolzen sein. Dann leg's doch ins Eisfach. Aber was, wenn Mama reinschaut und es findet? Das ruiniert die Überraschung. Wo wird sie es nicht finden? Ich kann dir sagen, wo. Im Büro deines Vaters. Ich weiß nicht, wo ich es hier verstecken soll. Hier gibt es kein Eisfach. Warum wirfst du nicht einen Blick in die Schachtel? Eine Thermoskanne? Und was bringt mir das?
Die braucht man, um Dinge warm zu halten. Das Eis wird darin schmelzen. Wird es nicht? Eine Thermoskanne ist eine Flasche, die in einer anderen steckt. Zwischen den Flaschen ist ein leerer Raum und darin besteht das Geheimnis. Dieser Raum lässt keine Wärme rein oder raus. Ist heißer Tee darin, lässt der leere Raum die Hitze des Tees nicht nach außen. Und wenn Eis in der Thermoskanne ist, kommt die Wärme von draußen nicht hinein. Und so hält eine Thermoskanne Heißes heiß und Kaltes kalt. Gut so. Ich gehe jetzt spielen. Der hat sich gar nicht bedankt, oder, Nolik? Wo bist du, Nolik? Ich bin hier. Wo? In der Kanne. Was machst du da drin? Ich wollte das Vakuum sehen, von dem du erzählt hast. Bitte fass da bloß nichts an. Und denk nicht mal dran, an der Folie zu lecken. Das Eis ist so kalt, deine Zunge wird dran kleben bleiben. Sie klebt schon dran. Was sagst du da? Sie klebt schon dran. Sie klebt schon fest? Aha. Versuch, loszukommen. Und, klappt es? Und was, wenn du die Folie anhauchst? Halt durch, Nolik. Ich hole Tom Thomas. Winter ist eine tolle Zeit im Jahr. Ferien, Geschenke, Schneebälle, Schlittschuhe, Schlitten. Aber Kälte ist auch eine ernste Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Am wichtigsten ist es, sich warm anzuziehen. Bedecke den Kopf mit einer Mütze und den Hals mit einem Schal. Dann ist die Chance kleiner, dass ihr Schnupfen oder Halsweh bekommt. Und damit eure Hände keine roten Flecken bekommen, tragt immer Handschuhe. Und lauft niemals mit nassen Schuhen durch den Winter, sonst werdet ihr ganz sicher krank. Eines möchte ich noch sagen. Es ist schön, Spaß zu haben in der Kälte, aber nutzt euren Verstand. Esst keinen Schnee und leckt nicht an Metallzäunen oder Türklinken. Eure Zunge könnte so stark am Metall kleben, dass es am Ende schwer wird, sie zu lösen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Winter. Tom Thomas, Noliks Zunge steckt fest. Wo? In der Thermoskanne. Schnell, ich erkläre alles später. Papa, du bist schon da? Mhm. Papa, warum nimmst du mein Geschenk? Was meinst du, dein Geschenk? Ich meine das hier. Seit wann soll das denn deins sein? Hey, Jungs, was ist denn hier los? Oh, nichts Besonderes. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich wünsche dir einen fröhlichen Muttertag. Eine Thermoskanne? Wie wundervoll. Du bist lieb. Hm. Ist da etwas drinnen? Eigentlich nicht. Vanilleeis. Meine Lieblingssorte. Wie ist es da reingekommen? Ach, danke, meine Süßen. Nolik, du hast mich so erschreckt. Gott sei Dank hattest du die gute Idee, zur Schraube zu werden. Aha. Tut die Zunge weh? Aha. Kannst du wenigstens sprechen? Das kann ich. Oh, sehr gut. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen unserer Mutter noch einen frohen Muttertag wünschen. Das solltet ihr auch. Das Nachtlicht. Sie sind sehr nah. Ich kann sie spüren. Es reicht. Jetzt ist Schluss mit Monstern. Es ist nicht gut, solche Filme vom Schlafengehen zu sehen. Mama, Mama, ich habe wirklich keine Angst. Nur noch ein bisschen, bitte. Ich habe gesagt, es reicht. Gute Nacht, mein Schatz. Sie sind ganz nah. Ich spüre sie. Ah!
Und sieh dir das an. Er schläft schon und hat nicht einmal das Licht gelöscht. Ja, na und? Na und? Wenn jeder Mensch mit Licht einschlafen würde, dann gäbe es nicht genügend Elektrizität für alle. Hopp. Jeder erinnert sich wahrscheinlich daran, einmal in ein Zimmer mit eingeschaltetem Licht gelaufen zu sein. Oder an einen eingeschalteten Fernseher, ohne dass jemand zugeguckt hat. Ein kleines Licht oder ein Fernseher sind vielleicht nicht viel. Aber stellt euch mal vor, wie viele Menschen auf der Erde leben. Also wenn jeder vergessen würde, deren Licht oder den Fernseher auszuschalten, dann wäre die Menge der verschwendeten Elektrizität gleich der Menge der von 100 Kraftwerken produzierten Energie. Und jedes dieser Kraftwerke benötigt viele Frachtwaggons voll mit Kohle oder Flüsse mit Mineralöl, um in Betrieb zu bleiben. Und all dieser Treibstoff muss ständig gefördert und verbrannt werden. Versteht ihr jetzt, wie teuer eine brennende Glühbirne für die Erde ist? Vergesst also nicht, elektronische Geräte auszuschalten, wenn sie nicht verwendet werden. Es ist so einfach. Ah, wer hat das ausgemacht? Sie sind sehr nah. Ich spüre sie. Ich spüre sie. Ich spüre sie. Ich. Guck, was ist mit ihm? Ich glaube, er spielt Schlafhockey. Sieht so aus, als spielt er links außen. Haha, wie auch immer, er sollte auf jeden Fall Strom sparen. Monster! Hey, was denkst du, was wir sind? Hockeypucks? Nolik, Ximka, verzeiht mir. Was dachtest du, wer wir sind? Monster. Ha, Ximka sieht vielleicht wie ein Monster aus, was man von mir nicht behaupten kann. Tom Thomas, was ist mit dir los? Warum schläfst du mit Licht an? Ich war so blöd. Ich habe vorm Schlafengehen diesen Monsterfilm geguckt. Jetzt habe ich Angst, ohne Licht zu schlafen. Und warum guckst du dir überhaupt Monsterfilme an? Ich wollte mich fürchten. Ah! Darin bist du echt gut. Sei leise, sonst weckst du noch seine Eltern auf. Wie soll ich jetzt bloß einschlafen? Ich habe eine prima Idee. Du kannst ein Nachtlicht nehmen. Ein Nachtlicht ist eine kleine Lampe, die von Menschen benutzt wird, die nicht im Dunkeln schlafen wollen. Das Nachtlicht erzeugt ein gedämpftes Leuchten, weil es mit einer speziellen Glühbirne funktioniert, die sehr wenig Strom verbraucht. Diese Art von Glühbirnen nennt man energieeffizient. Das war schwer, was? Man kann auch Nachtlichter finden, die so schwache Birnen benutzen, dass sie mit Batterien betrieben werden können. Aber du weißt doch, dass wir hier kein Nachtlicht haben. Ach, was würdest du ohne uns machen? Heute Nacht helfe ich dir. Ich werde dein Nachtlicht sein. Hey, guck mal da. Da ist unser Lampenschirm. Vielen Dank. Du bist wirklich ein wahrer Freund, Nolik. Mach ich gern. Geh noch schlafen. Nolik, kennst du eine gute Geschichte? Ja, es geht um einen großen Fleischwolf. Nee, lieber nicht. Erzähl mir doch lieber was von einem netten kleinen Fixie. Ah, ich kenne eine gute. Und die geht so. Einmal arbeitete Großfixie in einer großen Uhr. Eigentlich war die Uhr nicht so groß. Und ich bin nicht sicher, ob es Großfix war. Aber es war eine Uhr. Glaube ich.